Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DL2-Meisterschaftsspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EC Bad Nauheim. Endstand 4:5 nach Verlängerung. Ich begrüße zu Ihrer Rechten Gästecoach Harry Lange und zu Ihrer Linken ESVK-Coach Trey Tuomie. Harry, deine Meinung zum Spiel bitte. Ja. Hallo erstmal. Meine Meinung zum Spiel. Ich glaube, wir haben richtig gut angefangen. Haben dann nach 10 Minuten auch ein gutes Unterzahl gespielt und durch zwei Turnovers, den natürlich auch Kaufbeuren ein bisschen forciert hat, aber schon durch zwei Turnovers dann 2:1 in Rückstand geraten. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes zweites Drittel gespielt. Sind zwei Mannschaften, die einen ähnlichen Spielstil haben und wir haben gewusst, das wird unfassbar hart. Und 4:2 vorne gewesen und dann wünscht sich natürlich jeder Trainer, dass du das Heim spielst und wieder ein Turnover gehabt. Da haben wir nicht aufgepasst und schon steht es 4:4. Wir haben noch nie gewonnen hier, seit es die neue Halle gibt, deswegen haben wir den Fluch irgendwie besiegt. Bin natürlich sehr, sehr froh, trotzdem ein kleines weinendes Auge, muss man schon sagen, dass man das nicht über die Zeit gebracht hat, aber am Ende muss man auch sagen, bei 4:4 haben wir dann Glück auch gehabt. Also ich glaube, bei 4:4 hätte es dann in jede Richtung gehen können und am zweiten Drittel habe ich eigentlich gedacht, okay, das schaffen wir, den Puck können wir umstoßen mit 3 Punkten und dann haben wir es leider nicht zu Ende gebracht. Dann war es ein 50-50-Spiel und in Overtime, auch mehr 50-50, deswegen, aber sehr, sehr glücklich. Vielen Dank. Trey, deine Meinung bitte. Ja, erstmal guten Abend, Glückwunsch an Harry und seine Mannschaft. Ja, ich finde, wir waren okay im ersten Drittel. Es war ein ganz, ganz guter Drittel von uns. Natürlich, Nauheim hat vielleicht die beste Start gehabt, aber dann haben wir uns wieder gefangen und es war ein okay Drittel von uns. Natürlich, das zweite Drittel war nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wir sind total weg von unserem Spielplan gekommen, was wir eigentlich machen wollten. Und dadurch natürlich haben wir Probleme gehabt. Und wie es halt ist, dann rennst du zwei Tore Rückstand im dritten Drittel. Wobei im dritten Drittel, ich fand, wir haben wirklich Druck ausgeübt. Und wir waren am Drücken, natürlich das Ausgleichen. Wir haben sämtliche Chancen, eigentlich das Spiel zu gewinnen. Wir waren nicht in der Lage, das zu machen. Aber wie das alte Sprichwort ist, also wenn du keine 6 Minuten Eishockey spielst, dann wirklich hast du keine Chance, das Spiel zu gewinnen. So von daher hat Bad Nauheim dann verdient gewonnen, weil wir die 6 Minuten nicht gespielt haben. Und dann im Overtime, 11 Sekunden, das ist einfach zu schnell, ein Tor abzugeben. Ich meine, da mussten wir schon clever das Spielen da auf dem Bully weg. Und kein Vorchecking machen, haben wir gemacht. Und mit der Qualität, was Nauheim hat, dafür haben wir bezahlt. Die letzten 3 Spiele 4:3 ausgegangen. Immerhin die letzten 2 Spiele 2 Punkte. Ich meine, die sind auch große Punkte von uns. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen einfach wissen, dass wir 6 Minuten Eishockey spielen müssen. Und wenn wir das machen, dann haben wir gute Chancen hier in der Zukunft. Ich wünsche alle Zuschauer und Fans von uns ein wunderschönes Weihnachtsfest für euch und eure Familie. Danke. Vielen Dank, Trey. Gibt es Fragen der Presse? Okay, das ist nicht der Fall. Dann bleibt mir noch hinzuweisen auf das nächste Heimspiel des ESVK am 28.12. gegen die Ravensburg Tower Stars um 19.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Harry, den Gästen einen guten, gesunden Heimweg und allen Fans, Freunden, Zusehern, Gästen auch frohe Weihnachten vom ESVK. Die Sprite-Übertragung endet hier.